Jetzt sieht er so aus, wie man es von einem X erwartet. Wie ein SUV eben. In der Reihe der echten BMW X-Modelle ist der 1er nun sowas wie der kleinste Bruder neben dem X3 und dem X5. Fahren lässt er sich allerdings wie ein großer. Das kommt nicht nur von den größeren Dimensionen, denn der neue X1 ist etwas breiter und höher als sein Vorgänger. Vor allem die deutlich erhöhte Sitzposition, fast 4 cm vorne, sorgen zum einen für ein erhabenes Fahrgefühl, zum anderen, was eigentlich viel wichtiger ist, für einen besseren Blick auf die Straße. Als Antrieb ist nun erstmals ein reiner Frontantrieb im Angebot. Für alle, die sowieso niemals ins Gelände fahren, ist das sicherlich eine Option. Wer sich aber für den intelligenten X-Drive, also den Allradantrieb, entscheidet, bekommt nicht nur mehr Traktion in allen Fahrsituationen, sondern einen wirklich erstaunlich agilen 1er, der selbst in etwas schwierigerem Gelände noch gut klarkommt. Hier mal simuliert in einem künstlich angelegten Parcours. Winter, schlechtes Wetter, rutschige Serpentinen in den Bergen oder aufgeweichte Feldwege sollten mit dem X1 kein Problem sein. Für besseres Reisen mit mehr als 2 Personen hat der X1 mehr Kniefreiheit bekommen. So haben die Passagiere hinten nun fast 4 cm mehr Platz bei der Serienausstattung. Das Gepäckabteil schluckt bei voller Bestuhlung mindestens 505 Liter und hat damit 85 Liter mehr Platz als der Vorgänger. Ebenfalls gut sind die serienmäßig im Verhältnis 40-20-40 teilbaren Rücksitzlehnen. Je nach Bedarf lässt sich so der Kofferraum auf bis zu 1550 Liter vergrößern. Fahrwerk und Antrieb in unserem Testauto gehören mit zum Besten, was die Branche derzeit bieten kann. Der X1 läuft sauber und ruhig geradeaus, lässt sich direkt, aber trotzdem leichtgängig durch die Kurven lenken. Das Fahrwerk ist neu entwickelt und reagiert nun noch schneller und besser auf Fahrbahnunebenheiten. Alles in allem ist der neue BMW X1 ein feiner, kleiner, quirliger SUV, mit dem es sich, je nach Motorisierung, recht sportlich fahren lässt. Was uns gut gefallen hat, sind seine doch überraschend gute Geländetauglichkeit und sein für diese Fahrzeugklasse großes Platzangebot im Innenraum. Der X1 hat eine enorme Bandbreite bei der Nutzung. Und das Schöne dabei, egal wofür er gerade im Einsatz ist, gut aussehen tut er in jedem Fall.